Willkommen zurück zu Yoshi's Woolly World. Das wollte ich jetzt nicht. Willkommen zurück zu Yoshi's Woolly World, immer noch in Welt 6. Und wir haben am letzten Part haben wir die 2 Level gemacht, nur ohne Wolle. Deswegen werde ich hier auch keine Wolle machen. Weil ich habe ja schon einen Spielstand, wo ich die habe halt. Aber wir werden auf jeden Fall noch den Monster Pavillon machen. Halt mit Cut, ne? Weil manchmal wird es auch recht schwierig, zum Beispiel der letzte Knotgurt. Button-Scheiß. Achso, ich muss hier noch was machen. Ja, ich muss, glaube ich, das da machen. Naja, okay. Weil es eigentlich dann nicht so schön. Was zum... Ich glaube, das Level kann man auch ganz schön schnell beenden. Ja, bei Münzen geht's runter. Alles klar. Oh mein Gott. Oh, da geht's runter. Das geht da oben lang. Da geht's auch in der anderen. Achso, okay. Okay. Schnuffel geht auch dran. Oh mein Gott. Oh! Okay, tschüss, Schnuffel. Cool, dass der bei Super Mario Odyssey dabei ist. Nur finde ich halt schade, dass man nicht den Charakter wählen kann. Und man kann halt Gegner kontrollieren. Okay, das ist schon echt geil. Nee, es gibt sogar 2 Passagen. Nicht dein Ernst. Ach, da oben geht's lang. Ich kann gar nicht sehen. Achso. Warte mal kurz. Gefunden. Man muss unten lang. Was ist hier? Wow. Ich habe jetzt gar keine Bombe. Oh no. Oh no. Oh no, no, no. Oh yeah. Alter! Alter! Das ist nicht witzig! Ja klar, Cut! Wir sind wieder bei dieser einen Stelle hier angekommen. War eigentlich gar nicht mehr so lang. Hat gar nicht mehr so lange gedauert. War sogar ganz schön kurz. Oh mein! Ah! Ich hab nur noch so eine. Ja, du wow, kommst du noch runter, Cut! Ich hab's endlich geschafft. Und warum komme ich da? Checkpoint. Und aktivieren. Und favorisieren. Hä? What the fuck laber ich denn für ein Scheiß? Okay.
Na, jetzt ist Level abgeschlossen. Oh, oder auch. What? Die steigt ja sogar die Lava. The fuck? Das ist nicht euer Ernst, oder? Nicht euer Ernst. Und der Schnurr kann doch eigentlich in Lava schwimmen, habe ich aber irgendwie mitblicken. Oh no! Komm her, Schnüffel. Ah, geil. Ein bisschen gecheatet wegen Schnüffel, aber why? Ich hab dafür jetzt 500. Alter, aber das ist jetzt noch hochgegangen. Ja, warte, jetzt muss ich noch das nächste Level. Bert! Es kann sein, dass ihr dafür länger brauchen. Eigentlich brauche ich jetzt gar keine Schlüssel. Ich bin gar nicht gut. I'm getting tired. Hey, yo, what's going on? Hello there, ich bin's der Jolly. Oh yeah. Ich will dir doch nur was erzählen, was ich für dich empfinde. Ist einfach nur, ich will es doch nur besprechen, es ist doch okay. Du musst es doch gar nicht machen. Du musst es doch nicht machen, ich will nur, damit du mir zuhörst. Warum? Hörst du mir nicht zu, wenn ich dir noch irgendwas sag? Denn es ist doch wichtig, denn es ist doch wichtig, dass ich dir was sag, was ich über dich denk. Denn du müsstest du wissen, oder wirst du doch wissen, oder nicht. Wenn du das nicht wissen möchtest, bist du ein schlechter Freund. Wenn du das nicht hören möchtest, dann bist du eine schlechte Freundin. Denn jeder will doch wissen, wer hier. Jeder will doch wissen, was der andere für einen findet. Außer es ist schlimm, dann muss man das sich nicht anhören lassen. Aber ich werde nichts Schlimmes sagen. Nur positive Sachen. Hör mir doch bitte zu. Es ist doch nur für ein. Es ist doch nur für 2 Minuten. Warum hörst du mir nicht zu? Keine Ahnung, was ich da gerade gemacht habe. Ich glaube, eine Art von Singen. Ja. Singen. Ja, ich wollte einfach nur einen Song machen, den ich schon irgendwie lange im Kopf hatte. Hä? Vor allem mit Streams, das singe ich sowas immer. Und jetzt auch mal auf YouTube. Ich will was. Lasst mich wissen, was ihr über den Song denkt. Ist er scheiße? Ist er gut? Ich glaube, er weniger gut. Es ist halt nur ein Teil. Wenn ihr wollt, dass ich wirklich mal wieder Musikvideos mache, für die, die es nicht wissen, auf Markt.de habe ich damals tatsächlich auch Musikvideos gemacht. Ich habe auch viele sogar mit Magic Nike habe ich noch welche gemacht. Oh fuck. Also lasst mich jetzt wissen, ob ich noch mehr von Musikvideos machen soll. Vielleicht in einem Video eingebunden oder einfach ein ganz normales Musikvideo. Lasst es mich wissen. Schreibt es auf Twitch oder schreibt es auf YouTube, ist mir egal, wo ihr schreibt. Auf jeden Fall nicht auf diesen anderen Plattformen wie Facebook und so, weil da bin ich nämlich nicht unbedingt gerade der aktivste. Ich bin eher aktiv auf YouTube und ja, Twitch, also da könnt ihr gerne mal schauen. Wir sind schon direkt bei Knotenbart.
Das wäre echt schön. Ich weiß, glaube ich, auch gegen wen der das sieht. Da oben muss ihm die Kanone abschießen, weil ich habe ja. Dass wir die abschießen können. Muss man die wirklich abschießen? Ich muss aber gerne machen, dann hört er vielleicht mal auf zu schießen. Komm her! Komm mal her, mein kleiner Knotbärtficker. Komm schon! Ich kann ihn nicht treffen! Ich glaube schon, dass es wirklich so gemacht wird. Ja. LOL! Tatsächlich! Man muss ihn so besiegen. Okay, ein bisschen wusste ich es noch. Aber am Anfang wusste ich gar nicht, dass man das so überhaupt noch eine Kanone hat. Ohne Scheiß. Aber das Spiel halt echt noch lange nicht mehr zu spielen, ne? Ich hab damals auf Twitch gemacht! So 2015 like, ne? Ihr wisst Bescheid, du. Hey! Damit will es jemand erwischen. Und damit. Ey, das gibt's ja nicht. Und viele haben mal gesagt, ich soll in einem Yoshi's Woody World Part über Hater reden. Also ich persönlich denke, Hater ist Schwachsinn. Ja, vielleicht gefällt einem das Video nicht, aber niemand zwingt euch, die Videos anzuschauen. Ne? Also braucht ihr auch gar nicht haten. Das verstehe ich einfach nicht. Wenn man da was nicht mag, dann braucht man es auch gar nicht anschauen. Ich check's nicht, was Hate überhaupt ist. Oder Mobbing vor allem. Mobbing ist so schlimm. Mobbing ist auch so schlimm wie Hater. Ne? Sogar noch schlimmer. Weil ich meine, es sind einfach fremde Personen. Die kennt ihr nicht mal. Wenn es den ihr kennt und der euch früher auch gemobbt hat, alles okay. Alles okay, aber doch nicht eine fremde Person, die wahrscheinlich noch gar nichts getan hat. Weil mich hat auch was so eine Szene, oder ein bisschen eher noch hingekommen ist und hat mich einfach locker Hurensohn genannt. Kein Scheiß, hat mich Hurensohn genannt. Wichser und was weiß ich. Zumindest war es in meiner alten Klasse, so. Das waren aber nicht in meiner Klasse, das war komplett woanders. What the fuck? What the fuck? What the? Nein! Ich cut. Bin wieder beim letzten Treffer angelangt, sogar richtig skillig. Ich hab immer getroffen. Jetzt kommt mir das krank. Komm, am besten nochmal zum Thema Hater. Ich track einfach Hater nicht. Warum gibt's so welche? Also ich habe ja nichts gegen Leute, die ihn Content nicht mögen, aber dann gleich haten. Also quasi hassen. Das ist nicht gut, Leute. Warum macht man sowas? Ja gut, dann gefällt dir halt der Content nicht, aber trotzdem macht man nicht haten. Aber egal, ich hab jetzt das. Also wir sehen uns im nächsten Part. Bitte, bis dann, ciao.